Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Genshin Impact Video. Und zwar auf Wunsch und so, ne? Machen wir das heute. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich nochmal darauf eingehen kann, wie man auf jeder Insel und wo man die Layouts verändern kann. Und wir fangen gleich mal an. Auf der Insel der Gefahren im Normalzustand, ja? Gibt's hier hinten einen Teich? Es gibt hier einen Teich. Und den einen, wo wir zum Demonstrieren hingehen werden, das ist der Teich hier vorne. Und zwar der hier. So, und wenn man da jetzt hingeht, kann man ins Wasser eintauchen und man geht ins zweite Layout. Und der... Auf der gegenüberliegenden Seite ist der erste Teich genau daneben. Der rechte ist genau an der gleichen Position wie der andere auch. Also ungefähr, der ist rechts am Strand. Nur dieser linke hier, der ist auf dem Weg nach oben. Irgendwo so hier so zum Eingang hin von dem Turm. Und das sind halt die Sachen, wo ihr immer zwischen den unterschiedlichen Layouts switchen könnt auf der Insel der Gefahren. Und damit wechselt ihr halt das Gebiet. Ich meine, auf der Ruineninsel ist es relativ offensichtlich, weil wenn man an die Trommel geht, ist Gebirgsform ändern immer das Erste. Da gibt es auch nur zwei verschiedene Layouts. Auf der Insel der Gefahren gibt es auch nur diese gespiegelte Welt sozusagen. Das heißt, Insel der Gefahren zwei Layouts. Hier gibt es zwei verschiedene Gebirgsformanpassungen. Eine ist da hinten ohne Höhle und eine hat da, wo ich hinschieße, eine Höhle. Daran kann man es erkennen, in welcher Form man ist. Einfach, ob da eine Höhle ist oder keine Höhle. Und bei Kasua sind es halt im Endeffekt 9 verschiedene Layouts. Weil man kann jeden der Felsen oben mit jedem der 3 unteren kombinieren. Das heißt, wir haben ein 3x3-Ding, also 9 verschiedene Layouts. Und ihr könnt die dementsprechend halt hier anpassen. Und das war's dann auch für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen, ja, nochmal um alle Layouts da durchzugehen von den verschiedenen Inseln, ja. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye, macht's gut.